Hallöchen, liebe Bücherfreunde! Herzlich willkommen bei meiner neuen Bücherwoche. Ja, der Winter naht, nicht nur, wie wir es aus Game of Thrones kennen. Nein, der Winter ist absolut da. Also diese Woche, ja, für mich als Sommerkind absolute Horrorwoche. Unglaublich viel Schnee, ständig Schnee und immer noch mehr Schnee. Und ja, gerade als Fußgänger ist das dann sehr, sehr bescheiden. Als Auto rutscht man durch die Gegend. Und was mir echt zu schaffen macht, war wirklich die Kälte. Also diese minus 20 Grad, die wir teilweise hatten. Boah, also da denkt man sich nur, man will eigentlich nur zu Hause bleiben, seinen Kamin anmachen, Rollo runter und nichts sehen und nichts hören und wieder aufwachen, wenn es Frühling wird. Also ich beneide da alle Tiere, die Winterschlaf halten. Nicht nur, dass sie dann rank und schlank wieder aufwachen, sondern ja, einfach das nicht miterleben müssen. Also ich wäre da wirklich ein Mensch, vielleicht sollte ich einfach mal irgendwo überwintern, wo es wärmer ist. Vielleicht dann zumindest mal im Alter, wenn man in Rente ist und keine arbeitlichen Verpflichtungen mehr hat. Also das Wetter war wirklich was diese Woche, wo ich dachte, ja, schlimmer geht nimmer. Wenn man natürlich jetzt die USA sieht mit diesen Eisblizzard, irgendwie bis zu 3 Meter Neuschnee übers Wochenende, wow, also da könnte man sagen, bei uns ist fast wie Frühling. Also ist schon heftig, was da so auf der Welt an Schnee los ist. Aber okay, für alle die gerne Schlittschuh laufen, Schlitten fahren, Skifahren, ist das natürlich ideales Wetter. Und denen wünsche ich natürlich auch ganz viel Spaß dabei. Ich habe mich halt mit Büchern in dieser Woche dann zum Grunde in die Wohnung zurückgezogen und habe von Trudy Canowan Der Wanderer gelesen. Ihr findet unten in der Infobox, wann ich damit jetzt beginne. Und ich habe beide Bücher der Magic Cleaning Reihe von Marie Kondo gelesen. Ja, was es damit so auf sich hat, da komme ich dann einfach später ein bisschen drauf zurück. Und da wird es auf jeden Fall auch noch auf meinem anderen Kanal das ein oder andere Video dazu geben. Guckt in die Infobox, da wisst ihr, wann es jetzt im Grunde losgeht und auch wann ich mit dem restlichen Geblabber sozusagen anfange, das findet ihr alles unten in der Box. So ist es. Und ja, ich denke, wir fangen jetzt einfach mal an mit Der Wanderer von, wie gesagt, Trudy Canowan, einer australischen Schriftstellerin. Und das ist der zweite Band der Die Magie der 1000-Welten-Reihe. Beide Bücher sind bis jetzt im Penhaligon Verlag erschienen und wurden mir auch von diesen liebenswürdigerweise zur Verfügung gestellt. Der erste Band kam Ende 2014 heraus, Der Wanderer jetzt, glaube ich, November 2015. Und ja, mir war diese Woche nach Fantasy. Ich ja, merke das immer mehr, es zieht mich unglaublich zu den Fantasy-Büchern und auch das, was ich als nächstes beginnen werde, wird wieder Fantasy sein. Und ja, es ist natürlich schwierig, etwas über einen zweiten Band zu erzählen. Ich mochte diese Sonea-Reihe von Trudy Canavan sehr gerne. Also das war ja die die Gilde der schwarzen Magier ist der Oberbegriff dieser Reihe, also wie Sonea eben das wurde, was sie dann wurde, fand ich eine ganz, ganz tolle Reihe, habe ich damals wirklich, glaube ich, so am Stück verschlungen und war dann einfach neugierig, was es Neues gibt. Natürlich gibt es die reine Sonea-Reihe, die sich ja dann wieder um den Sohn von Sonea kümmert, aber die habe ich persönlich einfach noch nicht gelesen und war damals einfach neugierig auf diese Reihe. Und der erste Band hat mich wirklich gefesselt und gepackt. Ich gucke mal, ob ich vielleicht meine Bücherwoche oder den Monatsrückblick dazu finde. Dann packe ich es euch auch in die Infobox, wer sich vielleicht da einfach für den ersten Band interessiert. Ich möchte auch gar nicht zu viel über den zweiten Band ja, verraten. Es geht in diesem Buch im Grunde ja um unterschiedliche Protagonisten. Wir haben einmal Tien, der im ersten Teil ein Buch gefunden hat, Pergamma. Und Pergamma war eigentlich mal eine Frau und sie wurde von einem großen, großen Magier eben zu einem Buch verhext, verzaubert und trägt sehr viel Wissen in sich. Und sobald sie wieder mit Menschen in Kontakt kommt, saugt sie auch all das auf, was sie hört, was sie erfährt, was sie erlebt und ist dementsprechend natürlich wirklich ein wandelndes Lexikon. Und Tien hat sich ja schon im ersten Teil auf den Weg gemacht, um Pergamma im Grunde zu befreien. Und wir sind eben hier in einer High-Fantasy-Welt, wo wir auch wirklich 1000 Welten haben. Also nicht nur durch Zeitreisen oder durch Länder, Städte. Nein, wir haben wirklich eine Wanderung durch Welten. Und der zweite Charakter in dem Buch ist Riel. Und Riel ist ein junges Mädchen, das
ja, es nicht sehr leicht im ersten Teil hatte und dann ein bisschen so in Richtung Flucht gegangen ist. Ich möchte nicht zu viel verraten, aber es ist schwierig, das so in wenigen Worten zusammenzufassen. Und sie ist, glaube ich, auch noch ein relativ junges Mädchen gewesen im ersten Teil. Hier sind wir ja irgendwie 5 Jahre weiter. Das hat mich ein bisschen irritiert. Und beide treffen eben dann auch das ein oder andere Mal aufeinander und wir erleben eben auch die Welt, die uns Trudy kennen, wenn erzählen wir durch eben unterschiedliche Augen. Also es gibt dann eben auch Rebellen, es gibt die komplett dem System zugewandt sind und wir erfahren da eben so aus vielen Augen sozusagen etwas über diese Welt, in der wir uns befinden. Und es ist eine unglaublich tolle High-Fantasy-Welt. Die Idee mit diesen 1000 Welten und die man einfach so durchreisen kann, fand ich im ersten Teil unglaublich toll. Ich mochte Tiens sehr gerne. Ich mochte seine Perspektive der Geschichte um einiges mehr als die von Riel. Und ich mochte eben auch diese Vorstellung von Pergama, von diesem Buch, was eben also weiß und in dem eine Frau steckt. Und ich fand das im ersten Teil unglaublich spannend, packend und einfach sehr cool. Also das fand ich wirklich einfach mal was anderes. Es war wieder eine Welt, in die man unbedingt eintauchen wollte. Und ich habe den ersten Teil wirklich verschlungen und sehr, sehr gerne gelesen. Und ja, im zweiten Teil war man relativ schnell wieder drin. Was mich irgendwie gestört hat, ist, dass irgendwie 5 Jahre zwischen Band 1 und 2 vergangen sind und man erfährt ganz wenig über diese 5 Jahre. Und was für mich auch irgendwie gar keinen Sinn macht, dass so viele Jahre zwischen einer Geschichte liegt und man als Leser nicht alles also wie wenn das irgendwie wurscht gewesen wäre. Also ich fand das wirklich irgendwie merkwürdig und das hat mich oft mal so ein bisschen zum Stirnrunzeln gebracht, weil ich es nicht verstanden habe, was diese 5 Jahre jetzt sein sollten. Also dass da so viel Zeit dazwischen vergangen ist. Und was mir wieder gut gefallen hat, waren die unterschiedlichsten Facetten der Charaktere. Also was sie zeigen. Man spürt Entwicklung, man spürt, ja gut, bei Riel ein bisschen weniger. Aber ja, die ist mir persönlich leider ein Hauch, ein zu naiver Charakter. Und das stört mich leider so ein bisschen. Obwohl sie durch viele Welten reist und auch mit den Fahrenden unterwegs ist und einfach da diese Welten so kennenlernt, ist sie da trotzdem irgendwie mir persönlich einfach zu naiv und ein bisschen zu blauäugig. Und ja, das entspricht nicht so ganz dem, was ich mir eigentlich so von der Charakterin, sag ich mal, erwarte. Die Geschichte war teilweise sehr spannend, aber leider auch ein bisschen oftmals zu langatmig und mir manchmal zu einfach. Die Sprache hat Momente, wo sie wunderschön ist und wirklich außergewöhnlich klingt. Und dann gibt es wieder Momente, wo ich dachte, Also es ist dann manchmal sehr plump und sehr einfach und sehr direkt. Und dann ist all die Magie, die vorher aufgebaut war, irgendwie weg. Und ich weiß nicht, ob es vielleicht an der deutschen Übersetzung hängt. Das weiß man ja nie. Weil irgendwie passt das manchmal nicht zusammen. Man hat, wenn das jetzt ein deutscher Autor wäre, könnte man meinen, hat da jemand anders mitgeschrieben. Wobei das dann auch schlecht wäre, weil eigentlich sollte man das ja nicht spüren, dass dann zwei dran schreiben. Ich weiß nicht, woran es hier liegt. Ich finde das manchmal wirklich sehr markant, wo man dann wirklich so kritisch in das Buch guckt. Die 700 Seiten haben sich, ich sag mal, gut weglesen lassen. Man ist gut durchgekommen. Es gab aber wirklich die eine oder andere Länge, wo ich denke, hoffentlich kommt da noch was. Und ja, man wird dann nicht enttäuscht und es kommt noch was. Aber es war allesamt schon ein bisschen langweiliger und zäher und hat mich nicht so überzeugt wie der erste Band. Also ich weiß auch nicht, ob man jetzt durch den dritten, ob ich den noch lesen muss, werde, will. Ach, ich weiß noch nicht. Also das spricht halt nicht gerade jetzt für den zweiten Band. Vielleicht ist er auch wieder nur so ein Überbrückungsband und der dritte Band wird wieder mega genial. Klasse, wie es ja leider oft bei Trilogien der Fall ist. Man muss es schauen und abwarten. Also leider nicht wirklich hundertprozentig das, was ich mir erwartet habe von der Reihe, von der Autorin. Ja, ich finde es schade, weil das Cover ist natürlich schon geil. Und leider. Aber man kann es manchmal einfach nicht ändern, selbst wenn es einen gefallen möchte. Und dann, Magic Cleaning. Ich bin eigentlich ein absoluter Ordnungsfreak. Also bei mir ist es sehr ordentlich, egal ob in Schränken, ob in Schuhregalen, im Bücherregal, ob
in Schubläden, überall, im Kleiderschrank, ganz egal. Ich bin ein sehr ordentlicher Mensch. Bei mir liegt auch sehr wenig sinnlos rum. Also ich habe schon viel Dekokrams. Aber ich habe in irgendeiner meiner Mind-Magazine etwas von der Magic Cleaning-Reihe von Marie Kondo gelesen. Die beiden Bücher sind im Rowohlt Verlag für je 9,99 € erschienen und die wurden mir beide vom Rowohlt Verlag zur Verfügung gestellt. Und beide haben, glaube ich, immer so um die 220 Seiten. Also Band 1 hatte das auf jeden Fall, Band 2 hat knapp 240 Seiten. Ja, Marie Kondo ist eine, ich glaube, Japanerin, wenn sie nicht eine Chinesin ist. Ja, das verwechsel ich ständig. Schon als kleines Mädchen, ja. Ja, jetzt so schnell findet man, ah ja, Japan. Also Marie Kondo ist eine Japanerin. Also ich halte jetzt erstmal, denke ich, einfach mal den ersten hoch, sonst wird es zu schwierig. Und sie hat schon immer gerne aufgeräumt, war auch jemand, der viel weggeworfen hat und der viel geputzt hat und war manchmal auch im Wegwerfwahn. Und mein Bedürfnis war nach dem kurzen Bericht über diese Bücher einfach mal eine andere Methode des Aufräumens, Ausmistens kennenzulernen, weil ich persönlich immer das Gefühl habe, ich habe zwar Ordnung, aber ich werde irgendwie nie fertig. Und ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt. Man hat gerade geputzt, aufgeräumt, ausgemistet. Das ist was ich unglaublich gerne im Frühling tue. Oder auch dann im Herbst, so zum Jahreszeitenwechsel und wo ich viel ausmiste. Und habe trotzdem das Gefühl, eigentlich irgendwie, es ist immer noch nicht perfekt. Also das ist so, ja, man macht sich da vielleicht bestimmt auch selbst einen Stress. Aber vielleicht kennt ihr das Gefühl einfach, dass man aufräumt, aufräumt, aufräumt. Und trotzdem denkt, kaum sitzt man 3 Tage, denkt man, oh, schon wieder. Und ja, das Buch versprach eben, dass man irgendwann fertig ist und sich dann darin wohlfühlt. Und Marie Kondo hat eben die Konma, glaube ich, oder wie hieß ihre, die hat sich aus ihrem Namen zusammengesetzt, diese Methode entwickelt. Marie Kondo, ich weiß, aber ich glaube, mit der Marco, nein, Konma, glaube ich. Ja, das ist, ja, ich habe es ja grundsätzlich nicht mit Namen. Und der Gedanke hier ist eben, dass man alle Dinge, also dass man, nein, dass man nur Dinge aufhebt, die einen glücklich machen und die eben ein Glücksgefühl in einem auslösen. Und alle anderen Dinge schmeißt man rigoros weg. Und ja, da bin ich so zwiegespalten. Es gibt Dinge, von denen kann ich mich sehr leicht trennen. Es gibt aber auch Dinge, wo ich denke, die machen mich nicht unbedingt glücklich, aber. Und alles von einem Aber zählt ja immer nicht, ne? Wie man so schön sagt. Und Marie Kondo verfolgt eben einfach wirklich das Ziel, alles nicht nach Zimmern zu sortieren. Man macht ja, also zumindest kenne ich keinen, der das anders macht. Ich räume mein Wohnzimmer auf. Das ist ja so ein klassischer Satz. Heute putze ich das Bad, heute putze ich die Küche, morgen putze ich das Schlafzimmer. Wird jeder von uns kennen. Und Marie Kondo sagt aber, dass das komplett falsch ist, dass man eben nicht nach Zimmern sortieren sollte, sondern nach Kategorien. Also heute räume ich meine Kleidung auf. Heute räume ich mein Geschirr auf. Heute räume ich mein Putzmittel zum Beispiel aus. Meine Bücher, meine Erinnerungsstücke, mein Bastelkram, weil man natürlich nicht nur in diesem einen Zimmer zum Beispiel Kleidung hat, sondern man verteilt die. Man hat die vielleicht im Schlafzimmer, man hat einen Wandschrank, man hat vielleicht noch irgendwo eine Garderobe, wer weiß. Und man soll zum Beispiel bei der Kleidung alles zusammenbringen, alles aus Schränken, Regalen, Schubläden rausnehmen, aufs Bett legen zum Beispiel und wirklich jedes Teil anfassen und sich fragen, ob einen dieses Teil glücklich macht. Wenn ja, wird es zur Seite gelegt und aufbewahrt? Wenn nein, landet es in einem Müllbeutel und wird dann weggeschmissen, verkauft, was auch immer. Hauptsache, es geht raus. Und es sollte auch ziemlich zeitnah rausfliegen, weil das gegebenenfalls die Gegenstände, die auf Halde liegen, unglücklich macht. Und bitte schaut jetzt nicht ungläubig. Das ist auch so ein Punkt, der mir ein bisschen zu esoterisch ist. Marie Kondo ist nämlich der Überzeugung, dass eben all unsere Gegenstände irgendwie Gefühle haben oder wir uns das zumindest so vorstellen sollten. Und es gibt ja nichts Schrecklicheres, als zum Beispiel 3 Monate in einem Beutel zu liegen und zu wissen, eigentlich werde ich nicht geliebt und werde demnächst wegfliegen, beziehungsweise sagt mir mein Besitzer auch in den 3 Monaten noch, dich brauche ich nicht, dich mag ich nicht, dich will ich nicht. Und ja, dass das eben schlimmer ist als der schnelle Tod sozusagen. Ja, das geht mir auch eine Spur zu weit. Das war eben auch vieles in dem Buch, wo ich manchmal dachte, ah, da übersteigt sie meine persönliche Grenze. Aber ihr Ansatz
fand ich unglaublich gut. Es hat mich, oder es motiviert mich unglaublich loszulegen mit Ausmisten. Und ich habe tatsächlich schon angefangen. Ich habe meine Nagellacke gefragt, ob ich mit ihnen glücklich bin. Und ich habe Nagellacke aussortiert. Wirklich nicht wenig. Ich habe ja viele Nagellacke. Es sind halt in 10, 12 Jahren einige zusammengekommen. Und ich habe auch schon mein CD-Regal gefragt, welche CD macht mich glücklich. Und habe dann zum Beispiel auch einfach, ich habe so wunderschöne CD-Aufbewahrungsboxen, in die aber nur die CD passt. Und da habe ich zum Beispiel unglaublich viele CDs mit, wo ich halt für zum Lesen zum Beispiel höre, so klassische Musik oder eben so Lounge-Musik, also ohne Gesang, also so, ja, solche Musik oder Meeresrauschen oder Regenwaldklänge. Und da habe ich einfach gesagt, macht mich die Hülle von dieser CD glücklich. Und habe unglaublich viele Hüllen weggeworfen jetzt. Also ich habe wirklich 2 Beutel voll mit CDs und Hüllen einfach weggeworfen, weil mich die CD-Hüllen nicht glücklich machen. Ich brauche die nicht, ich mag aber den Inhalt der CD. Und so war ich unglaublich motiviert, als ich damit anfing. Und es ist halt jetzt, ich persönlich, man braucht dafür, glaube ich, wirklich mal 2, 3 freie Tage, um sich wirklich um die Wohnung zu kümmern. Die habe ich jetzt einfach nicht. Und so ein Wochenende ist halt auch immer relativ kurz und man möchte auch was anderes machen, aus ausmisten. Aber ich bin hoch motiviert und ich werde mich jetzt verschiedensten Kategorien widmen und da wirklich nach und nach einfach ausmisten. Der Schrank, Kleiderschrank bietet sich an, der Schuhschrank. Das sind immer Dinge, wo ich sage, das sind Kategorien, von denen man sich sehr einfach trennt. Und man soll auch mit solchen Dingen anfangen, weil man braucht Übung. So sagt es Marie Kondo, eben anzufangen mit etwas, wo man nicht so viel Erinnerung hat, wie Kleidung, wie Schuhe, wie Taschen, solche Dinge, bevor man dann eben weitergeht und eben am Ende zum Beispiel bei den Erinnerungsstücken ankommt. Also Marie Kondo verfolgt auch die Theorie, dass zum Beispiel eine Grußkarte zum Geburtstag ihren Dienst erfüllt hat an dem Tag, an dem man diese erhalten hat, gelesen hat, sich darüber gefreut hat. Und dass man eigentlich solche Dinge nicht aufheben sollte, weil sie einen im Nachgang ja nicht mehr glücklich machen. Marie Kondo wirft auch Bücher in das Altpapier, auch etwas, was ich sehr kritisch sehe. Also ich weiß nicht, ob Bücher wirklich auf Müll gehören. Das ist so, ach, da sträubt sich in mir das einfach. Oder auch Magazine, das ist so, da steckt ja was drin. Aber ja, sie sagt eben, das sind diese typischen Ausreden, wenn uns Sachen nicht glücklich machen, weg damit und wir sollen uns wirklich nur mit Dingen umgeben, die uns glücklich machen. Und das fand ich wirklich toll. Also ich fand wirklich viel Motivation, viel überzeugende Argumente, dass man das so tun sollte. Wirklich gerade dieses nach Kategorien finde ich brillant und werde ich ausprobieren. Und habe es wirklich auch schon gemerkt, dass das wirklich, es ist befreiend, einfach Dinge wegzuwerfen, die einen nicht glücklich machen, wo man auch weiß, man benutzt sie vielleicht nicht mehr. Weg damit. Und ich fand das unglaublich toll. Was mir im ersten Teil ein bisschen gefehlt hat, ergänzt dann der zweite Teil. Zum Beispiel ihre Schrankaufbewahrung erklärt sie uns zwar im ersten, aber im zweiten Teil, ich hoffe, ich habe das Lesezeichen drin gelassen, ja, zeigt sie uns dann zum Beispiel auch, wie man wirklich Sachen zusammenlegt. Weil sie ist der Meinung, das sieht man wahrscheinlich schlecht, sie ist der Meinung, dass man eben gar nichts aufhängen groß soll, sondern eigentlich alles legen kann in Schubladen. Und sie legt ihre T-Shirts wirklich so zusammen, dass sie halt dann wirklich so klein sind. Das könnt ihr auch hier mal bei YouTube eingeben, habe ich englische Videos entdeckt, wie man das falten sollte. Und dann stellt man das eben hintereinander in die Schublade und kann dann eben reingreifen, was man braucht und muss nicht das unterste hochziehen. Und also es sind tolle Tipps und Ideen drin. Der zweite Band wiederholt sehr viel vom ersten. Ich weiß nicht, ob man den zweiten Band wirklich brauchen würde, wären die praktischen Tipps und Tricks schon im ersten. Also das fand ich persönlich ein bisschen schade, weil hier unglaublich viel drinsteht, was man hier schon 1000 Mal gehört hat. Und es ist halt einfach so eine Wiederholung. Aber die praktischen Tipps wirklich mit den Anleitungen zum Falten fand ich sehr genial und hat mir gut gefallen und wäre vielleicht schon cool, wenn es im ersten Teil gewesen wäre. Und dazu wird es auf jeden Fall nochmal auf meinem anderen Kanal auch mal dann Videos geben, wenn ich wirklich mit dem Ausmisten anfange. Ich habe jetzt schon ein bisschen vorher, nachher fotografiert von den CDs, von den Nagellacken. Ich werde nicht
alles so dokumentieren. Es interessiert, glaube ich, keinen beim Putzmittel, was macht mich glücklich und was nicht. Aber ich werde da, glaube ich, auf jeden Fall noch ein bisschen was auf meinem anderen Kanal sagen. Spätestens dann, wenn ich mit dem Ausmisten wirklich anfange. Ich habe ja Ende März Urlaub und vielleicht nehme ich mir da wirklich mal 2-3 Tage Zeit mit dem Ausmisten und dem Neueinräumen. Und ja, es ist unglaublich motivierend und ja, es ist wirklich was, wo ich denke, da kann sich jeder was rausnehmen, was er braucht. Und ich weiß nicht, ob es die Lösung für unser Chaos-Problem ist, was manche so haben und auch ich selbst gefühlt habe. Aber ich finde es wirklich toll und ausprobieren, ja, kostet ja im Grunde nichts. Also ja, fand ich sehr gut und bin ich echt happy, dass ich das entdeckt habe und es mir dann auch vom Rowohlt Verlag zur Verfügung gestellt wurde. Ja, das waren die beiden Bücher der Woche. Als nächstes werde ich lesen Das Lied der Dämonen von Wolfgang Thon. Wollte ich gestern schon anfangen, habe dann aber den zweiten Teil von Magic Cleaning beendet. Und ja, es ist wieder Fantasy und ich freue mich drauf. Werde ich auf meinem Tolino lesen, darüber freue ich mich auch, weil so ein 700 Seitenbuch in Händen zu halten ist schon sehr grenzwertig, finde ich. Es ist schon irgendwie, hat der Tolino da auf jeden Fall seinen Vorteil. Ansonsten gab es diese Woche nicht allzu viel. Was war so ein bisschen, ja, es gab, glaube ich, nichts groß Besonderes, was irgendwie mit Büchern noch zu tun hatte, außer Kälte, Kälte, Kälte. Ja, die neue Flow ist diese Woche rausgekommen, liegt jetzt auf der Couch, wird auch schon fleißig von mir gelesen. Das sind ja wirklich Magazine, die ich lange lese, also ich da wirklich auch lange was von habe, weil ich wirklich so ziemlich jeden Artikel lese und eben auch Buchschätzchen teilweise daraus nehme. Und in The Flow gibt es ja auch immer einen Menschen, der, glaube ich, die 5 Bücher seines Lebens vorstellt, was ich immer unglaublich spannend finde, vor allem, wenn man eins entdeckt, was man selbst kennt und dann ja denkt, oh, wenn ihr das eine gefallen hat, vielleicht gefallen mir dann auch die anderen, die sie vor oder er sie vorstellt. Und ja, da freue ich mich dann auch schon wieder drauf. Ansonsten gab es auch filmtechnisch die Woche nichts Besonderes. Wir haben einen Johnny Depp Film geguckt, From Hell, was ja so ein bisschen in Richtung Jack the Ripper geht, was mich unglaublich an Runa erinnert hat, also beziehungsweise dann Runa an From Hell, weil ja in From Hell geht's ja auch, wird einem ja auch gezeigt, wie man früher den Wahnsinn aus den Menschen bekommen hat und wie sich da die Götter der Wissenschaft, der Ärzteschaft so, also die Götter, ne, so, ja, was eingebildet haben. Und Runa ist ja wirklich ein Buch, was mir noch im Geiste rumspukt und ja, was mich bei sowas immer so ein bisschen innehalten lässt, wie ja, brutal und schrecklich diese Zeiten eigentlich waren. Und ja. Aber auch ein sehr geiler Film mit einem Johnny Depp, wie ich ihn liebe. Und es ist ja wirklich ein Schauspieler, der ja, einfach auch die Rolle dann irgendwie ist. Ja, jeder ist seine Rollen, logisch. Aber bei dem hat man halt wirklich das Gefühl, was hat der genommen, damit das so authentisch wirkt. Ich finde das immer unglaublich, gerade diese etwas, ja, ich komme hier vom Hundertsten ins Tausendstel, aber ja, also ich finde Johnny Depp wirklich einen brillanten Schauspieler und ja, fand ich einfach gut. Ja, ansonsten gibt es gar nicht viel zu erzählen. Gestern habe ich aus Versehen in Das Schicksal ist ein mieser Verräter reingeschalten. Auf Sky lief der irgendwo und ich habe die letzte halbe Stunde gesehen und ich sollte eigentlich wegschalten. Ich dachte mir, Steffi, schalte weg. Ich konnte dann aber nicht. Es war irgendwie wie ein Unfall. Man weiß, man sollte das nicht hingucken. Es ist so schrecklich, aber man bleibt trotzdem dran. Und auch diese halbe Stunde hat schon gereicht, ja, dass ich rumheule. Also es ist wirklich schlimm bei dieser Geschichte, wie mich die wirklich immer tief ins Herz trifft. Selbst wenn man nicht diese Vorbereitungszeit hat, was ja in einem Film gibt, ne, wo einem Emotionen aufgebaut wird. Die Emotion bei diesem Buch, bei diesem Film ist sozusagen immer da. Es ist echt unglaublich. Also ja, großes Bücherfilmkino. Ich kann dieses Buch absolut, ja, steht da glaube ich auch irgendwo hinter mir, kann dieses Buch absolut nur empfehlen und auch den Film ist wirklich toll und ja, hat mir gut gefallen. Ja. Ja, heute ist Sonntag. Heute wird nicht allzu viel mehr passieren. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, war irgendwie im Zug. Werde da ein bisschen meinen Nacken und so schonen. Mal gucken, wie es wird. Und ob es nicht schlimmer wird, hoffentlich. Und ansonsten, ja, wird. Heute ist es ja am Town. Ich glaube, wir hatten vorhin irgendwie 8 Grad.
Also da kann ich auch nur den Kopf schütteln. Jetzt wird auch noch alles matschig. Das heißt, man hat ständig kalte und nasse Füße. Und das ist das, was mir nicht gefällt in der Stadt bei Schnee, dass es dann eben matsch wird. Dann könnte es einfach kalt bleiben, minus 10 Grad haben, minus 12 Grad. Und es bleibt einfach weiß und nichts wird matschig. Aber nein, jetzt wird es matsch und dann gefriert es und dann ist die Sauerei groß. Aber okay, ansonsten ja, werde ich heute mit dem das Lied der Dämonen anfangen. Bin ich sehr, sehr gespannt auf dieses Buch. Und ja, wahrscheinlich ein bisschen am PC sitzen und zocken. Mal gucken. Und ja. Was erwartet euch diese Woche? Also ich denke mal, auf Ende der Woche wird es die Neuzugänge geben, weil es ist ja dann schon, ja, ich glaube, Sonntag ist der 31. Ich denke mal, bis Donnerstag, und was dann halt wieder reinkommt, wäre dann im Februar. Das ist ja nicht so tragisch, aber das könnte ich mir vorstellen. Und am Dienstag, ja, gibt es mal etwas ganz anderes von mir, wo ich sehr gespannt bin, wie es euch so gefällt. Ja, es ging mit mir so ein bisschen die Kreative ja, rum und ich bin einfach, also ja, das Video ist schon fertig, habe ich gestern schon fertig gemacht und ja, ihr seht es dann Dienstag, seid sehr gespannt und ja. Alle möglichen Infos und Links findet ihr unten in der Infobox auch zu den Büchern, wenn ihr da was sucht. Und jetzt wünsche ich euch einfach einen schönen Sonntag, habt einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.